Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir reagieren auf T-Tech, der hat nämlich ein Video gemacht, Update zu TJ und Kuchen TV Reactions. Da gucken wir mal rein. Ich werde das Video wahrscheinlich in meiner Meinung zu. Ja, ist der TJ? Wahrscheinlich wird das hier im Video vorkommen, hoffe ich zumindest. Heute gibt es mal ein Update zu meiner Meinung über den YouTuber TJ. Und oh, gleich, ich muss hier noch den Upper-Red-Filter dingsen. Die Reactions von den Just Nero Filter. Und zwar bin ich auf diese Idee gekommen, weil KuchenTV vor kurzem auf ein altes Video von mir über TJ reagiert hat. Und ich möchte an der Stelle KuchenTV mal kurz für diese Aussage hier kritisieren. Wir reagieren heute mal wieder auf T-Tech. Das Ding ist, das Video ist älter. Bevor ihr euch jetzt aber alle beschwert, das Ding ist, ich habe ihn jetzt auch erst kennengelernt und das Video wurde mir random vorgeschlagen. Dann dachte ich so, hey, ich habe eigentlich Bock, da nochmal drauf zu reagieren, weil das Thema interessiert mich einfach, ne? Frauenflexen und so, das ist ja auch was, was ich sehr gerne mache. Also erstmal werde ich T-Tech ausgesprochen. T-Tech, okay. T-Tech klingt ja mal wirklich absolut bescheuert. Und zweitens, du hast mich nicht neu kennengelernt, Bro. Verletz bitte nicht so meine Gefühle. Du hast schon vor über einem Jahr auf mich reagiert, wo ich noch nicht mal 100 Abonnenten hatte. Islam Bayern wird zerstört. Ah, krass, Digga, wusste ich gar nicht tatsächlich, dass wir da schon auf den reagiert hatten. Ja gut, das ist halt auch echt lange her, ne? Wenn das jetzt vor eineinhalb Jahren war, ich merke mir da nicht jeden. Also ich kannte den auf jeden Fall, weil der ist ja auch öfter schon im Chat gewesen, das weiß ich. Aber ich wusste halt, ich kenne nicht jede Reaction von mir halt, ne? Ja, gucken wir mal rein, das Video wurde sich gewünscht. Jo, meine Freunde, was geht? Wir gucken jetzt die Zerstörung von Islam Bayern. Wir sind sehr gespannt. Das tut weh, dass du dich daran nicht erinnern kannst. Ich meine gut, meine Qualität war ganz neu, damals ja. Absolut kotze und du hast die Reaction auch nicht hochgeladen, weil Isa mein Video hat striken lassen. Ah ja, okay, dann lag das wahrscheinlich daran, dass ich das nicht wusste. Aber trotzdem, ich erwarte eine öffentliche Entschuldigung. Boah, es tut mir leid, dass dir eine Entschuldigung so wichtig ist. Alle KuchenTV-Uncut-Einnahmen, die du mit meinen Videos gemacht hast, als Schmerzensgeld. Das war ein Witz, ne? Ich habe übrigens die komplette Reaction auf mein altes Video noch. Also meine Festplatte ist quasi der kleine Bruder von Mimis Festplatte. Weird Flags an der Stelle. Naja, da jetzt mein altes Video gegen TJ nochmal hochgekocht ist und ich auch vor kurzem ein neues Video gegen TJ gemacht hat, könnte man meinen, ich habe etwas gegen ihn. Und ja, daher hat. Ich wollte übrigens dazu nochmal was sagen. Also wir haben auf ein Video reagiert. Da ging es irgendwie so um weirdes Frauenflexen von TJ. Das Video ist tatsächlich mega angekommen, also generell irgendwie Videos gegen TJ kommen voll gut an auf meinem Uncut-Kanal, Digga. Ey, ich verstehe das nicht, Digga. Realtalk, das hatte einfach nach zwei Tagen 30.000 Aufrufe so. Also normale Videos haben so 10 bis 15, 20, wenn es gut ankommt, aber 30, das ist schon wirklich eine Hausnummer auf jeden Fall. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Das Ding ist, das kann ich euch auch direkt sagen, ich habe das Video allerdings jetzt auf privat gestellt und zwar habe ich mich so ein bisschen mit TJ halt darüber unterhalten und ja, ich kann jetzt nicht viel aus der Unterhaltung bekannt geben, also das erste ist, ne, dass er es ein bisschen schade fand, dass ich auf sowas Altes halt reagiere, was gar nicht mehr so up to date ist, weil er diese ganzen Sachen, die ihm da halt vorgeworfen wurden, halt nicht mehr macht und habe ich dann so gesagt, ja gut, hätte man jetzt tatsächlich nicht unbedingt machen müssen. Na, ich sag mal, wenn jetzt jemand plötzlich wieder auf meinen Skandal vor ein, zwei Jahren reagiert, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, so ey, mega cool, dass du da nochmal drauf eingegangen bist, so, ne, weil es irgendwo einfach unnötig ist. Dann hat er mir auch gesagt, warum er halt diese Sachen gemacht hat. So ein paar Sachen sind tatsächlich halt einfach nicht so rübergekommen, wie er das meinte. Und ja, er hat mir die Gründe quasi gegeben. Die kann ich auch komplett nachvollziehen, warum er da so ein bisschen so weirde Sachen gemacht hat. Ich kann euch aber halt nicht sagen, warum. Ne? Da gibt es ein paar Probleme, die Öffentlichkeit nichts angehen. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, ne, dann nehme ich die Reaction halt offline. Na, ich wollte ihn jetzt damit auch nicht schaden oder sonst irgendwas, sondern keine Ahnung, mich hat das Thema einfach grundsätzlich interessiert. Ne? So viel auf jeden Fall schon mal dazu. Halt dieses Update-Video. Aber kommen wir zuerst mal zu einer Sache, die ich damals nie erwähnt habe. Und zwar habe ich in meinem alten Video ja TJ dafür kritisiert, dass er mit Frauen flext und dass das cringe ist. An einer Stelle im Video erwähne ich dann Folgendes. Ein paar Tage später, wieder in einer TikTok-Reaction, sehen wir dann das hier. Bottega Boots von Kickoff and Plexus. Weißt du, was lustig ist? Mit ihr von dir das TikTok ist, mit ihr schreibe ich auf Instagram. La 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 la. Warte, mit. Oh la la la. Was weißt du von mir? Nee. Mit. Mit ihr. Naja. TJ, hast du sie vorher gefragt, ob du das leaken darfst? Das Video habe ich auch zerstückelt auf TikTok hochgeladen, wo es tatsächlich relativ viele Aufrufe bekommen hat, also für meine Verhältnisse zumindest. Wie man hier sehen kann, haben die Videos teilweise über 50.000 Aufrufe gemacht. Und weil dieses Video so viel Reichweite auf TikTok bekommen hat, ist auch die Frau, die TJ in dem Clip erwähnt hatte, auf dieses Video aufmerksam geworden. Weißt du, was lustig ist? Mit ihr, von der das TikTok ist, mit ihr schreibe ich auf Instagram. Und was soll ich sagen? Diese Dame hat TJ einfach mal komplett hops genommen.
genommen. Sie hat nämlich folgendes TikTok veröffentlicht, nachdem sie mein Video gesehen hat. Weißt du, was lustig ist? Mit ihr von dir das TikTok ist mit ihr schade. Oh nein, Digga. Was kommt jetzt? Nein, Digga. Nein. Warte. Aus! Der Kampf ist vorbei, Digga. Es ist aus! Aus, aus, aus! Das Spiel ist zu Ende, Digga. Junge, noch nie wurde jemand so hops genommen. Digga, Bro, was geht hier gerade? Nein, Digga. Ey, sorry, Digga, ich feier das ja so krass, Digga, was geht hier? Warum behauptet er das dann? Hä? Alter, okay, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Ach, geil, Digga. Oh, Mann. Oh. Sein, mit der schreibe ich auf TikTok, Scheiße. Ist, dass er sie angeschrieben hat und sie niemals geantwortet hat. Ja. Das ist so unangenehm zu gucken. Wie TJ dann noch einfach nur noch fragt, was ist das für ein Video? Gold. Pures Gold. Ich glaube sogar, dass er mein Video damals tatsächlich gesehen hat, weil kurz darauf hat sein Geflexe mit Frauen ja auch wirklich aufgehört und sie hat ihm ja auch mein Video geschickt. Aber behaltet bitte im Hinterkopf, dass das schon über ein halbes Jahr her ist und er macht es ja heutzutage nicht mehr. Aber jedes Mal... Ja, vor allem, ich verstehe mal, also ich habe ja generell schon gesagt, ich verstehe nicht, wie man halt damit halt so flexen kann, vor allem, wenn es auch nicht mal stimmt. Weißt du, das ist ja noch schlimmer. So, wenn die jetzt miteinander geschrieben hätten, okay, schon dann ist es unangenehm, das zu veröffentlichen, aber wenn die nicht mal miteinander geschrieben haben, so, das ist ja... Digga, das ist ja richtig unangenehm dann einfach so. Wenn man TJ kritisiert, kommen irgendwo Leute her, die ihn gar nicht leiden können. Und das finde ich schon krass so. Versteht mich nicht falsch. Jeder kann ja den unsympathisch finden, den er will. Außer mich, obviously, sonst mache ich ein Video gegen euch. Digga, ich muss aufpassen, nicht, dass C-Tech danach ein Video gegen mich macht. Ich meine, ich finde TJ ja auch hier und da unsympathisch, aber nicht so sehr, dass ich unter jedes Kritikvideo von ihm kommentiere, wie scheiße er doch sei. So schlimm finde ich ihn persönlich jetzt tatsächlich nicht und ich gucke ja auch immer noch seine Videos. Ich verstehe aber sowieso nicht, warum es für so viele Leute immer nur schwarz oder weiß gibt. Entweder man findet ihn zu 100% sympathisch und guckt seine Videos oder man hasst ihn und guckt seine Videos nicht. Also ich muss TJ nicht sympathisch finden. Ja, also bei mir ist das Problem, oder nicht das Problem so mit TJ, ich habe auch mal überlegt, irgendwie so ein ganzes Video zu ihm zu machen, einfach so ein bisschen so zu zeigen, was ich halt von ihm halte. Das Ding ist, ich feiere seine Videoqualität mega. Also ich finde, was so Videoschnitt und so weiter angeht, auch so Informationen raussuchen, solche Sachen, kann er mega gut. Na, also die Wochenshow, finde ich zum Beispiel, ist ein richtig, richtig geiles Format. Das gucke ich mir sehr gerne an. Wir reagieren ja auch voll oft drauf. So, ne, das finde ich zum Beispiel sehr cool. Ich finde aber, dass TJ, also sehr viele unangenehme Seiten, sag ich mal, an sich hat. So, das fängt zum Beispiel schon damit an, finde ich, dass er, also er will so der übelste Gutmensch sein, aber übertreibt halt in vielen Dingen. Ne? Zum Beispiel hat er auch mal gesagt, ja gut, Bauarbeiter muss man halt nicht gendern, weil da sind ja keine Männer. Dann, ja gut, das, was er über Saschka gesagt hat, dann auch das mit den, dann auch das jetzt mit den Frauenflexen und so. Mag sein, dass die Sachen halt schon lange her sind, ne? Aber das hat er halt zum Beispiel gemacht. So, das sind Dinge, ja, die halt nicht sein müssen einfach. Ne? Dann so Sachen wie, er ist halt einfach so unlustig. So, er hat so einen richtigen Cringe-Humor einfach. So, ne, das ist natürlich jetzt nicht böse gemeint oder so, ne, weil ich habe einfach einen anderen Humor als er und es gibt bestimmt auch Leute, die ihn lustig finden so, aber wenn du dir mal so anschaust, was er teilweise so für, ich glaube, TikToks oder so war das oder Reels, ne, oder auch teilweise so seine Placement-Einbindungen, ich denke mir jedes Mal so, Bro, ist das unangenehm, Alter, das ist wirklich super unangenehm, so, und das sind beispielsweise so Dinge, die ich an ihm auf jeden Fall halt so ein bisschen unangenehm finde einfach. Ne? Ich hatte jetzt privat noch nicht so viel mit ihm zu tun. Das, was ich mit ihm zu tun hatte, war aber auf jeden Fall korrekt so. Ne? Aber wie gesagt, ich finde, er ist so richtig gut menschenmäßig unterwegs, aber hält sich selber nicht an viele Sachen. Und ja, hat halt also meiner Meinung nach halt einen sehr komischen Humor. Also nicht im Sinne von lustig leider. Um seine Wochenshow als Informationsquelle zu schauen. Oder mir andere positive Charaktereigenschaften von ihm als Vorbild zu nehmen. Zum Beispiel, dass er so viel Sport macht für seine Gesundheit. Ja, das ist oder echt cool. Dass er zum Beispiel beim Jota-Video einfach eine richtig kranke Recherche hingelegt hat. Ja. Andere Charaktereigenschaften, die ich bei ihm nicht gut finde, muss ich mir ja nicht aneignen und kann diese auch gerne kritisieren. Dadurch ist der Mensch aber doch nicht per se kacke. Wir alle sind nur Menschen und wir alle machen Fehler und keiner von uns ist perfekt. Außer ich, obviously, und Kaiser.
Und Kuchen TV. Der Dude ist auch untouchable, oder? Egal, auf jeden Fall teilt Menschen nicht immer in gut oder böse ein. Vor allem, wenn ihr Leute feiert, die schon Schlimmeres gemacht haben. Ich finde, man sollte auch mal seine Freunde kritisieren dürfen. Und genauso sollte man auch Influencer kritisieren dürfen, die man eigentlich mag, ohne diese direkt hassen zu müssen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die Quintessenz von dem, was ich euch eigentlich sagen möchte, ist... Haltet lieber eure Maul. Und chillt vor allem mal eure Eier. Kritik immer gerne, Hate nein danke. Und eine weitere kurze... Genau, Digga, ich poste aus Zwang-Memes, weil ich habe nichts anderes zu tun. Tun, was recht. Möchte ich auch noch äußern, beziehungsweise ich werde im Hintergrund dazu... Ich meine, guck mal, das ist zum Beispiel wieder so Kritik, Russian Reaper, so, die verstehe ich einfach nicht. So, guck mal, das Ding ist, ob du jetzt meine Memes, die ich in die Story poste, halt lustig findest oder nicht, das ist natürlich halt deine Entscheidung, so, ne? Du kannst hier genauso kritisieren, jo, ich finde die Memes, die du postest, nicht lustig. Aber warum muss man es dann wieder so doppelt negativ darstellen, indem man sagt, ja, du machst das halt safe nur aus Zwang? Warum, Digga? So, du kannst doch sehen, welchen Meme-Pages ich folge. Das sind genau, ich folge nur diesen Meme-Pages, deren Memes ich auch in meine Story packe. Das hier so Charnebello, stramme Memes, Memes darf und alles, was dazugehört. Also offensichtlich ist es doch nicht aus Zwang, wenn das die einzigen Meme-Pages sind, denen ich folge, ist es doch offensichtlich kein Zwang, das zu posten, sondern ich finde es wirklich einfach lustig. So, sowas verstehe ich einfach nicht. So, dann sag doch einfach, ey, ich finde deine Stories auch nicht besser, so, ich finde die auch nicht lustig. So, das ist ja legitim, aber dann zu sagen, so, ja, ist richtig aus Zwang, so, ja, wahrscheinlich, oder? Zwungen, das zu sagen. Es tut mir leid für jeden, dem ich diesen Fluch jetzt auch auferlege, aber seitdem ich es bemerkt habe, kann ich es nicht mehr nicht bemerken. Und zwar der Naja, weil du oft gesagt hast, dass du mehr posten möchtest, aber was? Aber du kannst doch sehen, wenn du jetzt auf diese Meme-Pages gehst, dass die am Tag mehrere Memes posten und ich halt nur das reposte, was ich auch lustig finde offensichtlich, weil sonst wären ja den ganzen Tag irgendwelche Memes in meiner Story. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch nicht der Fall. Es macht gar keinen Sinn, was du sagst. Schnittstil von TJ. Ich finde immer, wenn KuroTV einen Zuschauer maßregelt, hat das was von einem Lehrer, der seinen Banknachbarn maßregelt. Was das angeht, und ich behaupte auch nicht, dass mein Schnitt gut oder besser ist. Aber der Schnitt von TJ lässt mich keine Ruhe finden und ich kann mich seitdem nicht mehr auf seinen Inhalt in den Videos konzentrieren. Es ist immer dasselbe, das ständige Ranzoomen und beim letzten Zoom stoppt die Hintergrundmusik. Es scheint mir halt so, als wenn sich so 2-3 Videos angeguckt wurden und dann halt eben die Recherche abgebrochen wurde. Bei Offen und Ehrlich versus Rezo wurde ja wenigstens vorher um Stellungnahme gebeten, dass Rezo sich halt eben zu Wort melden kann und zu den Punkten was sagen kann. Das wurde hier leider nicht gemacht. Junge, seit mir das aufgefallen ist, wirklich fast jedes Video von Stimmt, Twitter, jetzt kann ich mir auch kein Video mehr gucken. Ich wette, ich habe auch einigen von euch das jetzt angetan. Auf der einen Seite tut es mir leid für euch, auf der anderen Seite, je mehr Leute ihn darauf ansprechen, desto höher ist die Chance, dass das in Zukunft sein lässt. Hoffentlich bin ich jetzt nicht der Einzige, der das so sieht. Das wäre jetzt unangenehm. Aber das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gutes Video auf jeden Fall, wie gesagt. Also ich habe auch nichts gegen TJ so. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, auch ein bisschen geschrieben gehabt. So an sich ist er ja auch sympathisch und nett. Und wie gesagt, ich finde es auch sehr cool, dass er halt mit Sport durchzieht, ne, also finde ich krass irgendwie, ne, dass der da so voll die Zeit hat, da der hat ja auch ein Büro, macht ja auch noch andere Dinge und so, ne, dass der da wirklich dann, der hat einen guten Körper auf jeden Fall, ne, kann sich jetzt natürlich nicht mit KuroTV anlegen, so ist klar, aber hat trotzdem einen guten Körper auf jeden Fall.